Ja, der Runde Tisch ist ein Netzwerk verschiedener Institutionen. Das Thema ist Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder im Kreis Coesfeld. Und jeder oder jede bringt die eigenen Stärken und Perspektiven mit. Und davon lebt auch dieses Netzwerk. Also es sind viele Beratungsstellen dabei, es sind Institutionen dabei und eben auch die Politik ist vertreten. Ich glaube, dass die Arbeit am Runden Tisch sehr, sehr wichtig ist und dass da jeder auch willkommen ist, seine Fachkenntnis mit reinzubringen. Wir profitieren da ganz viel von der Vielfältigkeit und dem gut aufgestellten Netzwerk, weil wir einfach für Betroffene schnell, unbürokratisch und bedarfsgerecht Hilfe weitervermitteln können. Ja, also Netzwerkarbeit im Runden Tisch ist wirklich unsere vorrangigste Aufgabe, weil wir können die Dinge nicht alleine stemmen. Es ist wirklich so, dass wenn man Großes erreichen will, dann braucht man viele Menschen, die gemeinsam etwas machen. Ja, wir haben viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Veranstaltungen, wo auf häusliche Gewalt hingewiesen wurde, auf Spurensicherung, an wen können sich Betroffene von Gewalt wenden, woran merkt man, dass Gewalt in einer Familie ist, was machen Erzieherinnen im Kindergarten, wenn sie merken, dass ein Kind geschlagen wird, wie verhalten wir uns, also ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zu dem Thema und Informationen auch, wo kann ich Hilfe bekommen. Gewalt ist einfach gesellschaftliche Realität und das hat nichts damit zu tun, in welchem Kreis ich mich bewege, in welcher vermeintlichen sozialen Schicht ich mich bewege, sondern das zieht sich überall durch, in den unterschiedlichsten Formen. Und es hat einen Teil von Scham für Opfer, das wirklich auch öffentlich zu sagen. Und deshalb bleibt ganz viel im Verborgenen und das ist auch was, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, diese Menschen sichtbar zu machen. Gewalt wird es immer geben. Gewalt nimmt unterschiedliche Formen an. Wir haben heutzutage mit Cybermobbing zu tun, in Social Media. Gewalt verändert sich, wie Menschen sich verändern in der Gesellschaft, verändert sich Gewalt auch. Und von daher ist es sicherlich auch ein Ziel, diese Lücken im System aufzudecken und natürlich auch Interventionsketten beim Runden Tisch zu entwickeln, um da auch einen besseren Schutz für die Frauen und Kinder längerfristig hinzubekommen. Wichtig finde ich, dass der Runde Tisch einfach Statements abgibt, dass wir also wirklich mit Empowerment da reingehen und dass wir sagen, man kann hier was tun und man kann was bewegen. Und das ist in so einer Gruppe, die so viel Vielfältigkeit mitbringt, ist das einfach ein ganz schönes Gefühl, was mitreißt. Ja, mich motiviert, ja, dass wir was bewegen können, dass wir eine Stimme haben, dass es ein ganz starkes Team ist, dass wir uns beim Runden Tisch auf Augenhöhe begegnen. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Institutionen, aber da sind wir eigentlich alle gleich. Wir sind eben Interessenvertreter für eine Zielgruppe. Und ja, das freut mich, das bewegt mich und ich finde, da ist eine Wahnsinnsressource, die der Kreis Coesfeld hat. Und ja, ich freue mich, dass so viele Mitglieder da vertreten sind. Also ich glaube, es geht darum zu gucken, wo sind die Bedürfnisse. Und ich hoffe ja, dass sich Gesellschaft mehr in Richtung Gleichberechtigung, Teilhabe von Behinderten, das ganze Spektrum auch an vielfältigen Lebensformen und Toleranz dazu mehr abgebildet wird. Also zum einen erhoffen wir uns auch über unsere Öffentlichkeitsarbeit, dass wir noch neue MitstreiterInnen finden und dass wir ganz viele Menschen dazu bewegen können, sich uns anzuschließen und Frauen und Kinder zu unterstützen.